Moin, moin. Geht nicht, gibt's nicht. Der Spruch ist mir wieder untergekommen. Das passiert immer wieder. Und was das alles mit Unbildung bzw. mit IQ oder eben nicht zu tun hat, darauf gehe ich heute ein. Und letzten Endes, mir hat es meinen Mut noch weiter verstärkt. Warum soll es bei euch nicht, die ihr vielleicht gerade mal wieder einen Rückschlag erlitten habt, noch weiteren Mut machen, weiter zu tun und zu machen und zu gehen? Ich habe dann ein schönes Bild gesucht und da kam mir so einiges ein und da fiel mir das auf und das hier, die beiden Bilder. Wenn ich jetzt an solche Erfolgsbücher denke, von einem, der wirklich jetzt richtig schon Erfolg hatte und dann so einfach sagt, naja, du machst einfach, glaube daran, dass du alles erreichen kannst. Ja, solche Sprüche, ne? Hab einfach Spaß und geh positiv an die Sachen ran. Wenn du etwas keinen Spaß macht, dann mach was anderes, dann sagt jeder vernünftige, normale Mensch, ja, klar, ich habe gerade meinen Job verloren, ich mach schnell mal was anderes. Nee, so geht's ja nicht. Es funktioniert auch nicht auf diese Art. Ich hatte in einem französischen Forum über Oldtimer, habe ich diesen Spruch ähnlich gefunden. Der heißt dort, alle sagten, das geht nicht. Dann kam ein Idiot, der wusste nicht, dass es nicht geht und er hat es einfach gemacht, so ungefähr lautete der Spruch. Nein, auch darum geht es nicht. Das mag ja seinen tieferen Sinn haben, aber da fiel mir Arthur Fischer schon besser ein. Herr Fischer, der Erfinder der Fischerdübel, kennt jeder. Der hat gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Oder hat's auch gesagt. Er hat dann aber auch gesagt, es geht so nicht. Ja, das gibt's. Wenn ich an, nehmen wir Edison, wenn ich an den denke, nach 1000 Versuchen mit seiner Glühbirne, die nicht funktionierten, fragte jemand, na und, Mensch, jetzt haben Sie schon 1000 Versuche gemacht, das geht doch nicht. Hat er gesagt, nee, ich weiß jetzt, dass ich 1000 oft, also ich weiß 1000 Wege, wie es nicht geht, das ist klar. Er hat dann einfach weitergemacht und nach angeblich 9000 Versuchen hat er es geschafft. Ja, und jetzt können wir aber nicht alle Erfinder werden und auch noch reich sein, ne? Hier Fischer oder hier dieser Charles, nee, Richard Branson und so weiter. Das geht nicht, darum geht es nicht. Nein, es geht auch nicht um das Thema, die Ossis sind schlau und die haben den Spruch erfunden. Nein, das ist kein Ossi und Wessi-Problem. Das hat etwas wieder mit diesem Thema zu tun, Unbildung. Was ist denn, wenn einer 1000 Wege gegangen ist, die nicht funktionierten? Dann hat er Erfahrungen gesammelt. Was ist denn, wenn einer viel gelernt hat? Ja, dann hat er auch viele Erkenntnisse und kann darauf aufbauen und sagen, jetzt weiß ich, wie ich es eventuell machen kann. Was ist denn allen diesen Typen, ob Ossi oder Wessi, ist komplett egal. Was ist denn denen gemeinsam? Also was haben die alle gemeinsam? Ja, die haben alle Erfahrungen gemacht. Egal. Die haben ob sie Rückschläge erlitten haben oder was auch immer, ob sie viel gelernt haben, was auch immer, ganz egal. Sie haben Erfahrungen. Erfahrungen gesammelt, Erfahrungen gelernt von anderen. Und sie haben Erfahrungen gemacht, indem sie die Wege immer wieder gegangen sind. Immer, immer wieder. Und das ist der Trick. Ihr müsst nicht jedem gleich sagen, ja, ich probiere das jetzt aus, das muss doch funktionieren, oder alles an die große Glocke hängen. Und wenn ihr dann scheitert, dann freuen sich die anderen bloß wieder. Sondern ihr müsst es einfach tun. Im Stillen, ruhig im Stillen. Einfach tun. Und dann habt ihr wieder eine Erfahrung gemacht, dass es vielleicht so nicht geht oder dass es geht. Und jeder Schritt, nehmt Edison, jeder Schritt, der nicht funktioniert oder jeder Weg, bringt einen den Weg wieder näher, der dann funktioniert. Wenn wir nichts machen, sagen wir später, ja, hätten wir mal. Aber mit hätte und täte und könnte und also mit dem Konjunktiv, da arbeite ich nicht. Machen. Und ich denke mal, wenn wir so vorwärts gehen, werden wir es irgendwann erreichen. Das, was wir alles wollen. Egal was. Irgendwie, wir müssen das schaffen. Sonst landen wir in der Idiokratie. Und insofern sage ich, Leute, macht was, aber macht's gut. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Also, macht was. Tschüss.